Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dirt 4. Mein Name heißt Gardo, ist unten links eingeblendet und ich freue mich, dass du dabei bist. Weiter geht's. Als nächstes in, was war das? Hondonom oder was ist die gleiche Strecke noch? Ich bin immer total überfordert. Welsh Valley Rally. In Hendomon Lake, Ascent, Powys, Wales. Leichter Schotter, mittlerer Schotter. Es ist trocken. Wir fahren wieder aus dem Wald raus, auf eine freie Strecke in den Wald rein. Und im Wald, da stehen die Bäume. Ich weiß gar nicht genau, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Aber zuletzt hatten wir da doch, die armen Bäume, ne? So. Unser nächster Gegner, M. Mercier. Keine Ahnung, was uns das sagen soll. Und wir konzentrieren uns wieder. Und damit auch ein herzliches Willkommen wieder von mir hier zurück an den Empfangsschirmen draußen. Bei herrlichem Frühlings- oder Sommerwetter sind wir hier unterwegs im Wald oder am Waldesrand. Und wollen wir wieder schauen, was er hier auf die Strecke bringt. Hatte ja zuletzt Probleme bei den Sandstrecken und natürlich auch, wenn es durch sehr hohe Steigungen oder hohe Tiefen, wie er immer gerne sagt, geht. Jetzt geht es hier in die Rechts. Ist natürlich auch etwas irritierend für die Fahrer, wenn hier der Licht- und Schattenwechsel immer auf die Scheiben schlägt. Und auch hier besonders bei den Steigungen und Kuppen, wenn zum Beispiel eine Kurve hinter der Kuppe kommt, das muss er natürlich üben. Das hat er vielleicht auch im Training sich nochmal angeschaut. Im Moment sieht es ganz gut aus. Im Moment ist die Nasenspitze sozusagen auf seiner Seite, wo es jetzt hier aus dem Wald rausgeht und ein bisschen auf die freie Fläche, auf das freie Feld. Aber auch da darf man sich nicht beirren lassen, da kommen schon mal die ein oder anderen Kuhgatter oder, und das ist vor allen Dingen besonders schwierig, auch wenn die Sonne hoch am Himmel steht, riesige Pfützen, die dann zunächst mal die Scheibe beschlagen lassen, dann das Wasser von der Scheibe abprallen und da ist er von der Strecke abgekommen, da war er ein bisschen zu mutig, ein bisschen zu schnell hier eingestiegen in diese leichte Doppelkombi. Jetzt geht es hier nochmal in die Senke runter ins Tal. Und da sehen wir im Horizont auch schon wieder in den Wald rein. Da wird er sich nicht freuen. Und da ist er schon wieder sehr riskant gefahren. Da muss er jetzt aufpassen, dass er den Wagen nicht verliert. Und von der Strecke komplett abkommt und um einen Baumstamm sich rumdreht. Das ist, wenn man Jungspunde in Sachen Rennsport, also Lenz hat er ja schon genug auf dem Puckel, aber Jungspunde in Sachen Rennsport ins Auto setzt. Die sind übermütig wie junge 18-Jährige, die gerade ihren Wagen tiefer gelegt und die Scheiben schwarz getönt haben, um... Ja, ihr wisst schon warum. Entschuldigung, Sie wissen schon warum. Liebe Zuschauer da draußen an den Empfangsgeräten. So, hier in der kleinen Senkendoppelkombi links, rechts, links. Und da ist er auf die Eisen gestiegen. Hat er gemerkt, das Auto dreht ihm weg. Da konnte er aber noch gerade mal so retten. Da haben wir Glück gehabt. Und jetzt geht's hier in die starke links. Und dann langsam, aber sicher kommen wir gleich ins letzte Viertel. Noch liegt er vorne. Nein, er hat die Führung abgegeben, sehe ich gerade. Das wird uns jetzt die nächste Zwischenzeit zeigen. Bin mir auch gerade nicht sicher, ob der Spiegel beschlagen oder schon zerstört ist. Sie müssen wissen, ich sehe hier auf meinem kleinen Monitor während des Kommentierens nicht allzu viel. Die Moderatorenkabine nicht gerade mit den größten Monitoren ausgestattet und nicht in der besten Auflösung. Das ist Ihnen vorbehalten draußen in HD-Qualität. So, jetzt geht's in die Haarnadel. Links Haarnadel mit kleiner Steigung hier. Das hat er gut gemeistert, das mit den Handbremsen. Das übt er, glaube ich, noch oder das muss er auch noch mal im Training üben. Jetzt geht's hier noch mal raus auf die freie Strecke. Wenig Zuschauer an der Strecke, etwas enttäuschend. Der Rallye-Sport hier also offenbar nicht ganz so beliebt. Wenn er natürlich dann demnächst in den größeren Ligen fährt, bin ich sicher, dass, oh, wenn er so weitermacht, fährt er erstmal mit den größeren Ziegen statt in den größeren Ligen. Da ist er ordentlich rausgekommen. Auch hier, da geht das Heck weg, aber da konnte er nochmal fangen. Und jetzt geht es hier auf die Windmühle zu. Noch einmal in eine kleine Kombi, aber das Ziel ist am Horizont schon zu erahnen. Und da sind wir im Ziel. Und das war sehr, sehr knapp. Oh, ho, 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 ho. War das knapp. War das knapp. Aber gut, stehen wir zu, machen wir so, machen wir... Okay, die Streckenzeit wurde aufgezeichnet. Gute Arbeit. Und direkt in die nächste Runde.
In Liluludududu oder so ähnlich. Wie heißt es genau? Welch Rally Rally in Liaitudu. Liaitudu Windfarm Descent. Wie auch immer. Leichter Schotter, mittlerer Schotter. Und wir haben leicht bewölkt. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Insgesamt müssen wir ein bisschen aufholen. Das arme Auto. Das Preisgeld sollte helfen, falls du mehr Autos in der Garage haben willst. Ja, wir kaufen ja demnächst ein Auto. Hatte ich auch eigentlich schon längst zugesagt. Naja, gucken wir mal. 4, 3, 2, 1. Ja, so ein Rennfahrer, das wird kein Philosoph und muss auch kein wortgewandter Fahrer sein, der Orte richtig aussprechen kann. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auch aus der Reporterkabine. Schön, dass Sie mich wieder hier mit dem Fahrer auf die Schotterpiste begleiten. Schotterpiste im Moment, das hat ihm im letzten Rennen an der anderen Strecke schon fast das Genick gebrochen. Also im Rennsport sollte man das, glaube ich, nicht sagen. Aber ich denke, Sie wissen, wie ich das meine. Hier geht es erstmal in die Rechts-Links-Kombi mit anschließender Senke. Und da muss er schön in der Mitte bleiben. Dann kommt hier eine leichte rechts, links und dann geht's auch schon wieder in den Wald. In den Wald, wo er zuletzt, ja, ich will gar nicht sagen, er hat im Wald die größeren Probleme gehabt. Natürlich ist es gefährlicher, wenn man im Wald von der Piste abkommt, denn dann kommt einem plötzlich schon mal mit erhöhter Geschwindigkeit ein Baum entgegen. Das ist nicht wirklich gut. Er hat im letzten Rennen, in der letzten Runde, sollte man ja eigentlich besser sagen, ordentlich Meter auf dem Feld zurückgelegt. Gerüchten zufolge kennt er sich ohnehin ganz gut mit Feldarbeit aus. Hat er wahrscheinlich dann sich gedacht, also wenn ich schon weiß, wie man auf dem Feld oder über ein Feld fährt, in der Regel sogar noch auf einem bestellten Feld, dann kann ich das hier auch machen. So, jetzt geht's hier in die Rechts und da muss er aufpassen. Oh, da ist, da spielt er einmal Waschmaschine und kommt komplett oder fast. Naja, konnte er gerade nochmal den Wagen fangen, aber konnte dem Baum noch einmal ausweichen. Jetzt geht es einmal nochmal in die Senke rein und dann geht es in die Links und anschließend in die Rechts. Und das mit den Senken, das sieht immer im Fernsehen so einfach aus, aber das kann einen natürlich schon ganz schön rausbringen. Da wirken andere physikalische Kräfte auf das Fahrzeug, wenn man die Kurve fährt, als wenn man zum Beispiel einen Berg hoch fährt oder über eine Kuppe fährt. Gerade auch über eine Kuppe, wenn es einen aushebt und man will dann den Grip wieder auf den Reifen haben und in die nächste Kurve rein. Das ist nicht so einfach. Hier hat er die Kurve fast unterschätzt. Da ist er gerade nochmal um die Ecke rumgekommen. Da hat er wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass sie so eng ist. Genau das gleiche jetzt hier bei der Scharken rechts. Aber er hat sich entschieden, er kürzt hier ein kleines Stückchen ab und ist offenbar auch ein Gegner von Werbung an der Strecke. So, jetzt geht's hier raus ins Freie. Da war eben eines der Gatter, das ich beim letzten Rennen angesprochen habe. Und dann leicht abgekürzt hier übers Grün, über das Grün und die Hälfte des Renns rum. Und da sind auch die ersten Zuschauer hier wieder an der Strecke draußen hier in Latilitulio. Jetzt habe ich schon die gleichen Fehler wie der Fahrer. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Jetzt geht es nochmal ein kleines Stück in den Wald hier und da geht es hier ordentlich bergab in der langgezogenen Linkskurve, die gleich in eine 90 Grad Rechtskurve endet. Mit der Handbremse ist er noch nicht Freund geworden, deswegen geht er das hier etwas vorsichtiger an. Natürlich verunsichert es einen Fahrer auch, wenn man da den einen oder anderen Haken auf der Strecke schlägt. Man will ja ein Vertrauen in das Fahrzeug haben. Man will ja wissen, ich beherrsche diese Strecke, das Fahrzeug und fühle mich hier wohl. Und gerade wenn man dann so einen Ausrutscher hat, dann rutscht einem doch schon mal das Herz und damit auch das Gas in die Hose runter. Bei einigen vielleicht auch aus der Hose raus. So, wir sehen hier aber, ja, ich bin etwas verwundert, denn hier vierter Platz. Ich glaube, da habe ich sogar im letzten Rennen irgendwas auch noch falsch kommentiert. Das geht ja gut los hier. Er liegt jedenfalls zurück. Also Kommentator gleich mit dem Rennfahrer zusammen austauschen am besten hier. Ich glaube, ich bin heute noch nicht ganz wach. Liebe Zuschauer, ich bitte das vielmal zu entschuldigen. Also, jetzt geht's drum, nochmal aufzuholen hier auf den Führenden, hier viert platziert. Und da hat er sich schon auf den zweiten vorgeschoben. Ich glaube, ich wollte beim letzten Mal die Zwischenzeit rausgucken, hab's aber nicht getan. Ich bin verwirrt. Und genug Bewässerung. Und da hat er mal kurz die Tür aufgemacht. Es ist ja auch warm hier. Da muss man ja auch mal ein bisschen lüften.
Der arme Baum. Er war ein Traum. So, jetzt geht's drum. Im letzten Abschnitt, die Zielgerade, man kann sie schon riechen. Da muss er jetzt noch einmal alles Pfund, was er hat, reinlegen. Aber nein, er fährt einen. Lieber vorsichtig kurz, sagt sich, lieber den Platz nach Hause fahren. Vielleicht noch auf den letzten Metern einen kleinen Split gut machen. Einen kleinen Span, wie man so schön sagt. Aber das sieht nicht gut aus, denn wir sehen, er kommt als Dritter ins Ziel. Der Herr G. Rull. Uiuiuiuiuiuiuiui. Also, wer glaubte da in den ersten Videos erkennen zu können, dass es dann hier sowieso und das geht ja alles und hast du nicht gesehen und überhaupt, dem ist jedenfalls nicht so. Mann. So, jetzt fahren wir noch zum Kneiktom Lake. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Knickton. Knighton Lake, Long Ascent und auch da sehen wir wieder viele gerade Stücke, aber jede Menge 90 Grad Kurven, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich würde immer gerne an dem See entlang fahren, aber nein, wir müssen wieder durch den Wald und das Ganze auf 8,33 Kilometern. Oh, Wacker, ach du dicke Männer und wie sie alle heißen. Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung verdienen wir uns einen besseren Ruf. Da bin ich mal gespannt. Prestige und Ruf ist ein gutes Stichwort. Das gilt sowohl für Kommentatoren, die nicht in der Lage sind, einen Bildschirm abzulesen, als auch für Fahrer. Und damit willkommen zurück hier zur nächsten Runde auf der Schotterpiste. Und hier geht es jetzt darum, noch einmal zu zeigen, was er kann. Beim letzten Rennen den dritten Platz eingefahren. Es war knapp, aber er hatte auch ein 2-3 große Ausreißer drin, zwei große, einer, wo er sich auch noch retten konnte. Aber das geht hier auf die Zeit und das Feld schläft nicht. Das Feld wird nicht schlechter, nein, es wird immer besser. So, wir schauen auf die erste und da ist es, was ich in einem letzten Rennen schon mal angesprochen hatte. Diese Senke, wo das Wasser drin steht, wir haben so ein bisschen diesig und da will er jetzt einmal die Zuschauer umflügen und zack, hat er auch schon die erste Strafe kassiert. 4 Sekunden für die Ermordung von 10 Zuschauern, die an der Strecke standen. Das ist, denke ich, mal ganz passabel. Also nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, nicht 4 Sekunden pro Zuschauer, sondern einmalig. Wir wollen ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. So, jetzt geht's hier auf die Strecke zurück. Oder wir sind auf der Strecke zurück und wir schauen gleich auf die nächste Zwischenzeit. Ich habe auch extra jetzt meine Lesebrille. Und da sehen wir, da hat ein anderer Fahrer ein größeres technisches Problem. Da gibt es Rauchzeichen und nein, es wird nicht der neue Papst gewählt oder nicht der neue Papst ist gewählt. Ich glaube, bei weißem Rauch ist der neue Papst gewählt. Ja, da geht es einmal durchs Gelände, einmal durchflügen, einmal die Scheibe auf Bruchfestigkeit testen. Hat nicht geklappt. Eigentlich schien mir da eher das Ziel zu sein, die Werbebande abzuräumen. Das kennt man schon. Und da hat der Fernsehtechniker geschlafen. Da stand die Drohne noch auf der Strecke, liebe Zuschauer. Das ist natürlich lebensgefährlich, auch für einen Fahrer. Stellen Sie sich vor, die Drohne fliegt durch die Scheibe und jetzt hat das verwachst. Verwachst hat das. Und muss das Rennen neu starten. Ja, und auch hier wieder, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Ich kann hier nicht auf Strecke zurücksetzen. Links 4. Jetzt kann ich zurücksetzen. Und natürlich jetzt ohne Ende Zeit verloren. Aber naja. Mit einem großen Schild war was auf dem Kopf. Zurück hier aus der Sprecherkabine. Im zweiten Gang geht es jetzt hier in die Links und dann die leichte rechts und die 90 Grad fast links direkt wieder in eine Senke rein. Anspruchsvolle Strecke, besonders wenn die Scheibe nicht mehr ganz heile ist und auch beim Moderator nicht mehr alle Schrauben sitzen. Aber das kriegen wir hin. Diese paar Meter werden wir noch abspulen. Wir sind hier im zweiten Fünftel, im zweiten Sechstel der Strecke und mit einem Platz 9 muss er hier kämpfen. Es ist natürlich, wenn man einmal komplett neben der Strecke stand hat, muss der Rettungskran rankommen, dauert das und dauert das und dauert das. Und die Strafe von 4 Sekunden fällt natürlich auch schwer ins Gewicht, wenn man bedenkt, dass es hier auch ab und zu mal um Zehntel gehen kann. So, zweimal eine rechts, links, fast 90 Grad, eine schwere, schwere Kombi hier, da fährt er auch entsprechend vorsichtig direkt in die nächste 90 Grad rein und wir sehen, er verliert und verliert. Nein, 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 das ist heute absolut nicht sein Tag. Aber liebe
Leute draußen an den Fangsgeräten, wir schämen uns nicht. Wir zeigen Ihnen das gesamte Material vom Rennen, jede spannende Szene. Bei uns wird nicht geschnitten, ein Wohlfühl-Einheitsbrei wird es bei uns nicht geben. Wir haben Ecken und Kanten, genau wie diese Strecke. Und ich bin sicher, wenn dieses Rennen, diese Rundrum ist, das Auto auch. Das hat dann auch Ecken und Kanten. Vorher aerodynamisch, jetzt ein Klotz. Bin mir nicht ganz sicher, warum das Team zwischen den Runden das Fahrzeug nicht repariert hat. Zumindest habe ich den Eindruck, dass dem so ist. Und ich glaube, der Rohl ist auch froh, wenn er hier dieses Rennen noch halbwegs in die Plätze fährt. Ich glaube, alles über Platz 10 wäre schon ein Erfolg. Und damit meine ich natürlich unter Platz 10, also einstellig. Einstellig scheint sein Ziel auch zu sein, denn er gibt hier nochmal ordentlich Gas. Jetzt auf der Hälfte der Strecke hat er immerhin schon mal wieder die letzten 6 Plätze hat er überholt. Jetzt kommt hier noch einmal vorbei an The Walking Dead Wohnwagen-Barrikadenstelle. Hier geht's weiter durch den Wald. Wollen wir mal hoffen, dass ihm der zweite Streckenabschnitt besser liegt als der erste. Das war eine wahre Katastrophe. Man verschätzt sich aber auch gerade bei den Kuppen und bei den Senken. Da wirken, wie ich ja schon mal sagte, ganz unterschiedliche Kräfte, die sich auch direkt dann in eine Kurve reinziehen können. Da kann man sich schon mal ordentlich vertun. Man kann da schon mal ordentlich verwachsen. Hier nicht. Hier sieht es ganz gut aus, was er da in den Split, in den Asphalt reinfährt. In den Asphalt ist es nicht. In den Kies, in den Schotter reinfährt. Auch das natürlich immer jeweils vom Straßenbelag abhängig. Die Konditionen. Wie fühlt sich das Fahrzeug an? Ja, und ich glaube, draußen hier im Freien auf den Feldern fühlt er sich irgendwie doch ein bisschen wohler, sprach ich. Und da hat er schon wieder ausgeholt, um die Wiese zu mähen. Dieses Mal hat er aber die Zuschauer verschont. Und ja, was ist denn los, Junge? Läuft nicht bei ihm. Wir schauen gleich auf die Zwischenzeit. Platz 7 liegend. Geht es dann hier gleich die Zeitmessung, während eigentlich er jetzt schon im letzten Segment sein müsste, gammelt er hier noch im vorletzten rum. Das ist keine Leistung, mit dem sein Team zufrieden sein kann und wahrscheinlich auch ein Grund mehr, warum er lieber sein eigenes Team machen will, mit seinem eigenen Fahrzeug fahren will, denn dann passiert ihm sowas nicht. Auf Platz 6 liegend jetzt hier. Muss er wieder auf... Oh, da muss er nochmal aufpassen. Jetzt hier nochmal angeschlagen. Das sind auch hohe Ufer an der Seite. Trotzdem wird er, glaube ich, froh sein, dass er jetzt hier im letzten Segment ist. Und wir hören mal kurz hin. Sie hören es, das Fahrzeug fällt auseinander. Die Reifen vorne, die Felgen fallen ab. Das ist natürlich dann auch schwerer zu steuern. Da muss man auch erstmal mit klarkommen, wenn man das auf der Strecke noch nicht erlebt hat. Das wird natürlich im Training geübt. Aber ich glaube, er war damit noch nicht konfrontiert. So, mit der letzten Haarnadel geht es jetzt hier gleich in den Zielbereich. Und dann schauen wir mal, ob es noch für einen Platz unter den ersten 7 reichen wird. Herzlichen Glückwunsch, dass du das geschafft hast, Junge. Du hast es überlebt. Uiu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 i. Tolle Fahrt. Wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Ja, das schon. Aber guck dir mal mein Auto an. Was das Team da jetzt wieder abziehen wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das mit nur 3 Reifen. So. Insgesamt auf Platz 3 nach Hause gefahren. Immerhin. Und unser Kollege von NLX Motorsport, der Rousseau, ist auf Platz 1. Bonus-Credits. Und nochmal 20.000, 33.000 gehen ans Team. Und wir sind jetzt Amateur. Das bedeutet, wir können dann, haben wir denn jetzt schon 10 Events abgeschlossen? Ich weiß gar nicht. Dass wir vielleicht nochmal in das andere reinschnuppern können? Nee, 8 haben wir abgeschlossen. Okay, deutlich zu wenig. Aber wir sollten uns dann doch mal das eigene Fahrzeug angucken. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Garderobe spielen, euch Dirt 4. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.